Willkommen zurück zu einem neuen Part von Isonzo. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wie gesagt, immer, ich nehme das ja immer sonntags auf und bis es dann kommt, ist Mittwoch, also mitten in der Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, um mich nochmal zu wiederholen. Ich muss sagen, war alles sehr schön. Bisschen komisches Wetter in letzter Zeit in der Schweiz, bisschen viel am Regnen, aber das ist ja egal, ich gehe ja eh nicht freiwillig nach draußen, also von dem her kann mir das egal sein. Wir schauen doch mal. Letztes Mal habe ich mich ja ein bisschen besser angestellt. Oh, das hat eine Karte, die ich nun. Das habe ich wirklich, die zocke ich viel zu wenig. Und letztes Mal habe ich mich nicht so schlecht angestellt. Auch wenn ich sagen muss, ich hatte auch ein super Team, wenn man ganz ehrlich sagen. Also das erste hatten wir einen super Offizier. Und beim zweiten, wo ich Offizier gespielt habe, da haben wir nicht gewonnen wegen mir, sondern wegen Sturmangreifer haben wir. Bergsteiger nur ein. Also ich pack mich hier mal hin. Packe hier nach oben. Oben. Einer hinter mir. Ich habe auch keine Ahnung, von wo das nicht kommt. Ich kämpfe mich hier einfach mal rein in den Gletscher. Ich habe keine Ahnung, da waren wir ja letztes Mal, als ich gezockt habe, sind wir ja nicht weitergekommen. Ich bleib hier mal als mobiler Spawnpunkt. Also die kommen wohl von hier, die müssten mich auch hier durch die Spalten durchsehen. Oh! Ich sagte schon, die können, ich habe keine Ahnung, von wo das die überall kommen können. Wieder die mit den chinesischen Schriftzeichen. Immer wenn du denkst, du kannst was gut, findest du einen Asiaten, der immer noch besser ist als du. Aber es wird hier, wir haben keinen im Cap drinne. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich durchlaufen muss. Ich kenne die Karte. Das ist jetzt eine der Karten, die kenne ich am wenigsten gut. Wartet, Jungs. Scheiße. Packst du hier mal rüber? Okay, wir haben. Uiuiuiuiui, haben wir alles erspäht. Hat einer Handy gefressen. Und wo? Von wo der. Ich sehe keinen. Da sterben alle und ich sehe keinen. Das ist halt, der weiße Krieg. Man weiß. Ist das unsere hier? Ah, okay, von da kommt. Das sind meine da oben. Stechen wir ihn! Stech! Ah! Da war noch ein anderer. Ah, die kommen von dort aus den Höhlen. Okay. Ich habe verstanden. Komm, lass uns hier reinkommen. Kann ich hier runter, ohne mir das Genick zu brechen? Oh, okay. Okay. Ja, ich, wie gesagt, ich spiele die Karte wirklich zu wenig. Aber ist eine echt geile Karte. Also die zeichnet sich ja auch daraus hinaus. Daraus. Die zeichnet sich durch das aus. Jetzt kann ich es sagen. Dass, dass die Verteidiger natürlich überall herkommen können. Aber ich weiß gar nicht, ob das nur eine Fahne hat, diese Karte. Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, ich spiele die Karte zu wenig. Viel zu wenig. Aber sie ist wirklich gut gelungen. Wirklich spannend, die zu sehen. Puffo Comunisto. Okay. Jäger Jakob ist auch mal wieder am Start. Die 17. Jägerdivision, die hatten wir ja auch schon mal bei mir in Parapart, weil es ein größerer Clan.
So, wir schauen, was als nächstes kommen tun sollte, möchte. Schauen wir mal, was wir spielen können. Oh, Dolomiti, das ist eine geile Karte. Die kann man sich aber auch gut aufregen, aber ich würde nicht gerne verteidigen. Ich greife einfach lieber an. Bin lieber der, der die Initiative behält. Das ist aber eine persönliche Präferenz. Also hier wird keiner verurteilt, der gerne verteidigt. Aber dann packen wir uns doch gleich mal wieder den Mr. Offizier. Den spiele ich nämlich auch gerne. Uccidete quei bastardi! Benvenuti al fronte, fratello! Vigliacco! Torna indietro! Uccidete quei maledetti bastardi! So. Dategli addosso! Attaccate! Was haben wir denn da? Wieso kann ich mich da nicht hinlegen? Also. Aber die Leute, die wir haben, was, wenn habe ich eigentlich als mit. Okay. Dann wollen wir mal. Jetzt müssen wir dann ein bisschen mit dem. Okay. Da oben ist alles offen, was in Sachen Dings ist. Wir probieren hier mal trotzdem. Ah! Ja, natürlich! Aber sicherlich, mein guter Freund. Du lädst natürlich so schnell nach, dass das natürlich für dich gar kein Problem ist. Was haben wir denn da für einen netten Herrn? Aha. Tryharder also. Egal. Wir sind nicht hier, um zu flamen. Es gibt Leute, die spielen einfach besser als ich. Und das ist das natürlich schnell. Oh! Ah, da oben kämpft einer. Far left side to Sniper. Bup, bup. Ja, ich sehe die halt einfach nicht. Oben, die sind da ganz, ganz. Den Sack. Inchiodatevi su quella posizione, rapidi trincea! Dategli addosso! Ora! Attaccate! Bup, bup! Wir müssen hier verdammt nochmal. Ah, da hat einer gelegen. Okay, da oben ist er, ne? Säcke. Ich sterben mir hier alle. Doch! Es kommt über mir wieder einer und der schießt halt wieder nicht auf den. Das ist schwierig, hier was reinzukriegen. Schwierig, schwierig, schwierig. Die machen das aber auch gut. Also, hier wird nicht geflammt. Ehre, wo Ehre gebührt. So. Kann halt nicht so viel machen. Das Problem ist halt einfach, ich komme nicht. Was meine? Ich komme nicht an. Gescheit hier an was dran. Attaccate!
Darf ich denn? Nein. Vielleicht kriege ich was rein hier. Rutsch, irgendwas hat da nicht geballert. Jetzt schnell, wir bauen nochmal drüber. Ha. Wo hocken denn die alle? Die hocken da auf den Hügeln. Okay, wir haben den zweiten Punkt auch. Ich glaube, hier kann ich mal wieder abziehen. Ich Pech habe, hockt da oben jetzt noch einer und knallt mir gleich mal wieder aber hart ein. Rein. Okay, wir haben ja der schleichende Nebel, den ich gesetzt habe. Sollte ein bisschen was machen. Was? Ich pack das da mal auf A. Hey, Artillerie Support und ey, go go. Mit dem Nebel zusammen. Entweder kommen die Bomber jetzt für mich. Wir haben hier ein bisschen noch. Ne, das war der unser. Ja, ich weiß. Ich mach hier. Nein! Über mir. So! Rechts von mir. Well done, Gentlemen. Go in. Go, go, pushing. Ich muss aufpassen hier über die ganzen Herrschaften, die da ständig. Müssen da einfach den Druck aufrechterhalten. Aufpassen, wenn man hier so stehen bleibt. Schauen wir mal. Ich versuche noch ein bisschen was als Unterstützung zu geben. C'è un ricognitore sopra di noi. Muss ich ein bisschen aufpassen hier. Das Flugzeug hier, das schießt auch ganz gerne auf mich selbst. Bam, 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 bam. Leider nur einen erwischt. Okay. Ich habe ihn gerade gesehen, den Drecksack. Ach man. Far right side behind the rock. Sollten aber bitte aufhören zu kämpfen. Brauchen. Müssen da mal. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was in Sachen
Granate! Warten wir mal. Smoke on A, wait on it and then push. Vielleicht können wir noch ein bisschen. Such hier mal noch ein bisschen. Also, big artillery support, go in, go go. Müsste gleich am Start sein. Bam, bam. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht selber wegbombe. Das ist halt, das ist mein Problem. Gut, 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 gut. Da müssen da Männer reinbringen. Ich suche noch mit Stürmen zu helfen. Rein da. Ich bin wieder der Einzige, der den Minenwerfer kriegt! Nein, und ich hab gepennt. Rein hier. Da, da. Gerade. Spawnpunkt dienen. Ich hasse mein verdammtes Leben. Bin wieder da. Ja, aber das sieht. Well done, gentlemen. Ja, ja, ich hab dich schon gemerkt mit deiner Ekel-Fiat. Müssen wir nämlich den Berg stürmen. Aua. Wir brauchen schleichenden Nebel brauchen wir. Danke. Brauche Nebel hier. Bräuchte hier Flares, dann könnte ich ein bisschen zuverlässiger helfen. Lass mich dich verbinden. Sto ricaricando! Hat jemand Munition hier? Nee, natürlich nicht. Can I get some Flares, please? Wenn wir Flares hätten hier oben, könnte ich gescheiter helfen, Jungs. Okay, aber sie sind hier schon mal am Dings dran. Das heißt, ich kann mir den. Also, du hältst hier fest. Ich mach mal hier, ich bin hier nicht zum Campen. Jo. Wir pfeifen hier mal. Und dann rennen wir gleich mal wie ein Verrückter hinterher. Kriegen wahrscheinlich eh gleich eins mitten ins Kreuz. Sieht's aus hier. Wir sind jedenfalls schon mal drin. Falls wir sterben, können wir uns nicht gut
braucht, dann sparen. Oben auf dem Hügel hocken sie ja gerne. Ist das eine feindliche Maschine? Gegnerische Flares. Der liebe Geräusch hat, was das Zeug hält. Der Marlboro-Mann ist mal wieder mächtig in ihm. Ich kann leider so nicht pfeifen, aber ich muss, um hier durch den Rauch durchzukommen. So. Genau, hier unten ist der Korn. Ich versuche mal... Oh. Ob ich hier was reinkriege. Natürlich nicht, denn ich habe keine Flares in der Luft. I need some Flares on the mountain, please. Das hier gefällt mir auch. So kann ich... So. Jetzt können wir nämlich auch was machen. Vielen herzlichen Dank. So. Ich würde dann sagen, hier. Nein. Ich glaube, wir machen nochmal einen. Autsch. Ich kriege wieder die verehrte Granate ab. Nein, da ist nichts. Ein bisschen helfe. Wenn ich jetzt noch mal eine Granate abkomme, dann weine ich. Hey, Artillery Support on A. Zwei Seiten, die wir abdecken. Das war mal wieder nicht sehr zielführend. Was feuert die Leute? Autsch. Da oben ist einer. Ja, das war eine Schwarzlose. Okay, das ist mein... Wupp, wupp. Würde mich verwundern, würde mich nicht verwundern, wenn er das geschickt hat. Nee, das sind nicht das. Haben wir irgendwas Schlaues? Wir machen das mal so. Bomber Supporter, nee. Müssen wir einfach drücken, weil sobald du einmal auf dem Hügel bist, schießen die auf mich. Und wo? Oh, da war er. So, da war noch einer. Das Gesindel da mal weggebombt. Gar nicht mal so schlecht. Wir hier. Weiß gar nicht, hat, sind das feindliche, die da einen Boom machen oder? Also noch Senfgas. Mörser. Müsste man eigentlich von hier. Lohnt sich da nicht. Ich habe meine Flares verbombt, die eigentlich nicht viel bringen. Deswegen ist meine Aufgabe hier eher. Oh, du mit deinen Skiern. Da war wohl nichts, hä? Aufpassen hier.
höre hier einen, der Nahkampfangriffe macht. Der ist tot hier. Mal schauen, ob hier einer wieder ums Eck kommen will. Die Säcke. No, ich bin so schlecht, Mann. Schlecht bin ich. Ein schlechter Mann. Flugzeuge. Das lohnt sich nicht mehr, da was zu schicken. Aber pfeifen können wir noch mal. Also wenn das unser Offizierskollege geordert hat, die schwere Barrage, ja, dann hat er das sehr gut gemacht. Rein da, Jungs. Doch, warum schieße ich immer drüber? Nö, nee, ist doch noch nicht gewonnen. Die erobern das tatsächlich. Mal ihn lassen. Da ist Hause. Gut. Nutzen wir das, indem wir hier nochmal einen drüber schicken. Dann schicken wir was hinterher. Lassen sich die Gegner noch nicht auf. Würde ich sagen, wir machen mal das Feldgeschütz hier rein. Hinten dran, Senfgas. Small Artillery and Senfgas on A. Bringt zwar nicht viel mehr, aber pfeifen können wir auch nochmal. Sehr schön. Der da mit den Skiern, der hat von mir einen fetten Heli gefressen. Und das nicht, das war nicht schön. Aber ich habe nicht so abgeliefert. Der hier hat mehr abgeliefert. Ja, darf man, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Gegner sind auch echt stark. Also ich bin halt einfach, ich finde, man merkt halt, dass ich zu wenig spiele. Also die meisten da, die sind halt wirklich, tausendmal besser als ich. Vor allem dieser Al Capone, für das er erst Level 2 ist, hat er mir da so ziemlich oft einen reingezwiebelt. Guter Spieler. Muss man nahtlos anerkennen, dass man erstmal seinen Mann stehen muss. Opia. Wir sind ja erst bei 28 Minuten, sehe ich gerade auf der Uhr. Bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es dann im Video ist, aber ich habe ja da meine Uhr gestellt, um ein bisschen zu wissen, wie lange ich zocke. Schauen wir mal, ob wir hier noch was machen können. Die habe ich ja bis jetzt immer verloren, diese Karte. Gut, was wollen wir spielen? Soll ich mal... Ich glaube, ich habe jetzt weiß Gott genug Offizier gesehen von mir. Ich würde gerne mal wieder Via Perosa spielen. So. Habe ich nämlich lange nicht mehr gespielt. Hat er gelacht. Hat. Der sagt. Gibt nämlich ein bisschen Punkte schon. Kann ich meine Kiste hier nicht bauen? Warum kann ich meine Kiste hier nicht bauen? Okay, I'm going on right side with Via Perosa. Ich möchte also die rechte Seite. Die habe ich ja noch nie gezockt. Mal gucken, ob ich hier überhaupt rüberkomme, ohne gleich wieder gefickt zu werden. Was haben wir eigentlich für Offiziere? Jemand, der gerade frisch startet und jemand... Ah, Jäger Jakob ist der.
Also, hier, das mal zusammen. Okay, aber hier ist der ist zu Ende. Ja, halt mal fest, du Sack. Ich hab hier ein Muscle Flash gesehen. Da hinten ist einer. Ich sag das nicht, dich hab ich schon gesehen da hinten. Nix da. Der 2 dead right side. Kommt ihr Säcke? Ich weiß, dass ihr da seid. Den haben wir. Schaut mal nach. Sind das meine, die da reinrennen oder waren das Gegner? Die feuern da aus allen Löchern. Verständlich. Ich trau mich hier nicht vorzu. Autsch. Steffen hat nämlich keinen Bock mehr. Ich kann hier zwar abkämpfen, aber das bringt uns die Fahne nicht näher. Ich guck hier mal ein bisschen vor. Wie wird's denn aus? Hier verdammt noch ein Auto. Okay, den rechten, den linken, rechten, genau. Ich bin ja rechts. Den linken Spawn haben sie. I'm alone on the right side. Okay, das sind meine Leute. Da wirft einer eine Granate rein von diesen Säcken. Schau mal. Stein, hier bin ich vorerst sicher. Das sind meine Leute hier. Hier ist trotzdem mal. Nein, jetzt habe ich ihn verpasst. Okay, ich kämpfe die hier mal ab. Versuche hier möglichst. The right side one in. Sind die Leute hier? Okay, die sind hier. Aber mal nachzurücken. Das sind all die Säcke, die wir hier okay. Ja, Jungs, ihr müsst das schon bauen hier. Officer, can we get some smoke? Inchiodateli su quella posizione, ragazzi! Muovetevi, topi di trincea! Das müsste meiner sein. Problem ist halt, dass die hier von überall kommen können. Ich hab Aua.
Och, ich bin so schlecht. Ich darf nicht im Feuer. Ich darf nicht im Dauerfeuer. Ich muss mich hinsetzen. Wir brauchen Leute. Und die haben wir einfach zurzeit nicht. Irgendwas feuert hier auf mich. Oh, ich bin so schlecht, Mann. Ich möchte auch mal gut sein. Doch, ich bin ein richtiger Lappen, Mann. Ja, das wird so nix. Wir sind einfach zu wenige da. Lassen uns da auch viel zu schnell teilen. Da ist einer. Und du sagst. Das Problem ist halt, dass du von allen Seiten geschossen werden kannst. Von hinten, von der Seite. Irgendwas feuert da die ganze Zeit. Von wo denn? Wir pfeifen da ständig die Kugeln. Hinter mir. Die ah. Also ich kann halt einfach nicht auf alle Seiten schauen und da gleichzeitig und das ist halt wirklich. Wir verlieren immer wieder hinter uns die Punkte. Egal, wir müssen jetzt die Initiative behalten. Und halt einfach den Leuten Eier an den Kopf werfen müssen, ne? Ist das, nein! Und seine ekelhafte Steierhurensohn ist wieder genau da, wenn ich mich hinlegen will. Und schießt halt auch wieder keiner drauf. Okay, wir müssen hinter uns schauen, die kommen jetzt nämlich von hinten wie die Village People. Wenn ich Pech habe, kriege ich jetzt was Moped ins Kreuz. Ja, unsere hier. Haben sie eingenommen. Ich sag's nicht gerne, aber die Karte zu gewinnen. Ey, bin ich blind? Ey, also manchmal habe ich wirklich, zweifel ich wirklich an mir selber, was ich für ein Lappen bin. Far left side Matzen. Gut.
Kriege rein. Oh Mann, mir hilft halt auch kein einziger. Die hocken hinten, mördern sich einen runter. Es ist also unfassbar, hier einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ich Verteidiger hier auf allen Seiten. Wieder? Ich krieg schon wieder eine Kugel ab. Und irgendwo, wo mich keiner sehen kann. Schwierig hier reinzukommen. Ich schieß wieder durch ihn durch. Unfassbar. Unglaublich. Doch, ich krieg schon wieder 16. Wenn du auf ihn feuerst, schießt zuerst durch ihn durch und dann boom. Ich krieg schon wieder Kugeln ab von jemandem, der mich gar nicht sehen kann, aber der kann es. Schon wieder auf mich gefeuert. Von wo? Durch den Berg durch oder was? Vorne einfach mit vorne drin. No. Ich krieg wieder den einzigen Kämpfer zu mir. Nein, das glaube ich nicht. Oh, da ist gar nicht mit mir im Team. Oh. Meine Fresse, bin ich schlecht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der gar nicht mit mir im Team ist. Spawn ich denn da? Seid ihr des Wahnsinns? Seid ihr des Wahnsinns? Siehst du da einen? Ich nehme mich nicht. Man könnte natürlich im Gebüsch hocken. Aber er sieht mich natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Das ist ein Baum. Hier was zu treffen, das schwer. Also es müsste hier vorne müsste etwas sein, aber sehen kann ich es natürlich nicht. Natürlich schieße ich wieder nur in den durch hindurch, das ist natürlich logisch.
könnte es auch anders sein. Unglaublich, wie ich nicht gesehen werden kann, dennoch mir Kugeln um die Ohren fliegen. Gut. Aus. Wir sind da gar nicht stationiert. Eigentlich müssten wir an die Front. Gefahr, vielleicht wieder ein Heady zu setzen. Autsch. Ja, natürlich, du Matzendreckskind. Das ist natürlich logisch. Sonst trifft er mich natürlich nicht, aber sobald ich hinter einem Berg bin, dann bin ich natürlich ein Free-for-all. Das ist natürlich logisch. Haben wir nicht nur einen Offizier? Doch. Das Matzenkind. Sag mir, du hast den Sack. Hopp. Ihr habt ja mal was, die Säcke. Schreckt mich nicht so. Also wir haben absolut keine Dings. Die sind tot, hier wird man abgefarmt. Braucht man sich also. Hört auf mich so zu erschrecken, verdammt. Ich immer das Gefühl, dass da einer auf mich lauern tut. Gut, der müsste. Das Problem ist halt einfach, die sind hier alle fair game, oder? Ich komme hier, ich habe halt hinter mir null Support. Es könnte jetzt gleich sein, dass einer denkt, ich komme mal hier einen stechen. Das ist, ich höre das über mir, hinter mir, neben mir die ganze Zeit trippeln. Da, ja, da oben ist der Stürmer, das ist der Matzenmann. Frage ist. Ich glaube, wenn du hier oben rein marschierst. Ich kann halt die Karte aufzunehmen. Ich höre hier auch eine Schwarzlose. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Ich glaube, sobald ich hier den Rüssel hochstrecke. Werde ich zusammengelötet. Nicht auf eine schöne Art und Weise. Ist tot. Eine hier. Okay, die haben's. Hier trotzdem mal reinzukommen. Okay. Ich bin drin. Drinne! Wieder eine Kugel, eine verehrte Kugel, die ich abkriege. Ja, Säcke. Wo ist eigentlich der Matzenmann? Habt ihr den? Dahinter? Natürlich nicht. Das sieht man. Ja. Okay. Müssten aber soweit alle gewesen sein. Nein!
10, ich bin so schlecht. Oh Mann. Mann, ich darf mal gut sein. Right side spawn down. Der Sack. Der Sack Longer. Gut. Schon mal gar nicht so schlecht. Was ist meiner? So, B möchte ich. Konzentrieren wir uns mal auf B. Verdammt, mach den kaputt. Hier habt ihr noch was, noch ein zweites Geschenk. So. Wir packen mal das eine. Ich sehe zwar nichts, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh! Hat er jetzt nicht gerade erst nachgeladen? Macht ein Hacker das? Hat ne die gefressen? Wir werfen einfach Eier rein. So! Ja, da ist alles voll. Hinten, seitlich. We need one good bomb run and one big artillery on B. Then we can go in. Aber so wird das nichts, wenn die da, weil die zecken sich da jetzt ein, kriegst die Leute da fast nicht mehr raus, wenn die da sich erstmal die Eier bunt gekämmt haben, kriegst du die Herrschaften dort praktisch nicht mehr raus. So. Der sieht mich durch Rauch. Für den ist das kein Problem. Der sieht mich durch Rauch. Durch Anbeginn der Zeiten. Scheint für den gar keine Probleme darzustellen. So, jetzt mal hier was rüber. Dann hier was rüber. Nochmal und hier nochmal rein. Das Problem ist für mich, du kommst hier nicht rein. Irgendeiner feuert da die ganze Zeit auf uns, dieser Sack. Ah, Sacklunge. Nachladen. Jetzt hier liegen bleiben, mit allem verteidigen, was wir haben. Scheiße, ich sehe nichts. Avanti, Savoia!
gehabt. Nein! Da mussten die aber eigentlich hinkriegen. Dann spawne ich weiter. Oh, Scheiße. Versuch mal hier was zu machen. Ich habe, kommt jetzt gleich ums Eck und... am Gelände. Abgehängt. Abgenickt. Und der Pino. So, sehr schön. Da oben ist auch mit uns. Ist auch mit mir. Kommt, Jungs. Kommt. Jawoll! Boah, da habe ich ein bisschen viel geschrien. Possiamo aver vinto questa battaglia, ma non la guerra. Jo, doch gar nicht so schlecht gewesen. Zwischendurch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber das soll's geben. Ich hoffe, es hat euch genau viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe dann immer die Angewohnheit, zu wenig zu reden. Naja, ist ja egal. Ja, ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Du würdest sagen, Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.